zählt zu den großen, bösen, spartanischen Schlechtern. Alles hat seinen Platz und seine Ordnung. Das ist ein universeller Grundsatz. Der Orden will Ordnung schaffen. Und ich räume hinter ihm auf. Der spartanische Hund ist nur noch eine Erinnerung. Es ist getan. Der spartanische Schlechter war kein Gegner für mich. Natürlich. Wegen des Briefs, den du mir gabst. Du musst einen Teil der Abmachung einhalten, wenn du Messenien von den Persern befreien willst. Oh. Du kannst dich auf uns verlassen, wenn du bereit bist. Lennart. Demokrates ist tot. Für das, was sie getan haben, verdienen sie den Tod, Dareios. Jeder Einzelne.
Cassandra. Sie stehen zwischen Elpidios und mir. Komm schon, komm. Μάλλον το εμαυτό λέγω φε. Μάλλον αυτό τη ίστιμη λέγω εμαυτό. Κινηθείτε ευθέως εκεί σε. Πού κοιμογέ. Πού δίσει μόνο το σου το ισχύ. Ρος. Für das Leid meiner Familie.
Wir haben den Orden geschwächt. Was nun? Nun beginnen wir mit dem nächsten Schritt des Plans. Wir kümmern uns im Schutz der Nacht um den Orden. Ich muss mit dem Athener Feldherrn sprechen. Ich kehre zum Holzfällerlager zurück, um unsere nächsten Schritte vorzubereiten. Krümel? Es ist hier nicht sicher. Ich soll dir das hier geben, Adlerdonner. Von einem Mann mit einer Maske. Krümel, du musst verschwinden. Und sprich nie wieder mit maskierten Männern, verstanden? Das ist gefährlich. Ja, Adlerdonner. Ein Mann mit Maske? Triff mich bei den Gräbern in Appia. Was hat der Orden nur vor? Adlerfrau, sei gegrüßt. Du hast meine Nachricht bekommen. Es überrascht mich, dass ich noch lebe. Das könnte sich ändern. Voreilig. Kein Grund, voreilig zu sein, Adlerfrau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gergis. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Ich wollte dich gerne treffen, Cassandra. Darf ich dich so nennen? Es ist mir egal, wie du mich nennst. Selbstbewusst, das gefällt mir. Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorges? Und wo ist mein Sohn? Ich habe die Antworten, die du suchst, Cassandra. Ich weiß, was ihr nachher geschah, in dem Dorf namens Dime. Dime? Was weißt du? Sag es mir! Ich war dort. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Deine Realität wird durch deine Wahrnehmung begrenzt. Warte mit mir. Ich wollte mich schon lange mit dir austauschen. Ich zeige dir, wie schön unsere Welt sein kann. Sollen wir? Eine falsche Bewegung. Ich verstehe. Der kleinste Zweifel kann das größte Selbstbewusstsein zerstören. Und wir alle zweifeln. Hier lang. Wohin bringst du mich? An einen hübschen Ort. Ich will mehr über dich erfahren. Ich traue dir nicht. Ich verfolge deine Reise schon, seit sie begann. Tatsächlich habe ich einiges über dich geschrieben. Einige meiner beliebtesten Werke handeln von der Adlerfrau. Außerdem hörte ich natürlich von dir, von unseren Freunden. Vom Kult? Ich hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Dann Verbündete, wenn du das lieber ist. Ich habe viele Geschichten geschrieben, die du in der ganzen griechischen Welt finden kannst. Ich verbreite die Kunde unserer Heldentaten. Heldentaten? So nennst du den Mord an Unschuldigen und das Niederbrennen ganzer Dörfer? Eine eingeschränkte Sicht. Der Orden sieht das große Ganze. Wir streben nicht nach flüchtigem Frieden. Unsere Arbeit ist ewig. Balaka! Sieh dich um. So viel Potenzial. Du wirst dich fragen, warum wir dich jagen.
Eure Toten haben es mir verraten. Du bist eine Naturgewalt, Cassandra. Hast du bemerkt, dass die Gefahr von dir angezogen wird? Geier. Los! Wir können dir einfach nicht erlauben, zu existieren. Ihr würdet jemanden wegen seines Blutes töten? Ihr widert mich an. Wir sind nicht verrückt. Hast du dich mal selbst betrachtet? In unseren Augen bist du die Manifestation des Aufruhrs. Du störst den Frieden. Urteile nicht so schnell, Cassandra. Es gibt viele Perspektiven. Wir sind da. Was für eine Aussicht. Messenien. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Komm zur Sache. Ich weiß, was in Dime passiert ist. Wie Natakas starb. Bist du stark genug, die Wahrheit zu hören? Ich weiß, was ich wissen muss. Natakas ist tot. Manche Geschichten bleiben besser unerzählt. Was willst du von mir? Unsere Geschichten werden von einigen wenigen geschrieben, die Macht haben, sie zu formen. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich mit jemandem wie dir sprechen kann. Nichts ist absolut, Cassandra. Nicht einmal die Verdorbenen. Du bist Feuer. Du hast das Potenzial zu zerstören, aber auch zu wärmen und Licht ins Dunkel zu bringen. Diese Wärme wolltet ihr vernichten. Menschen sterben, Cassandra. Irgendwann werden wir alle vergessen. Wir verblassen wie ein ferner Traum. An unsere Taten allerdings, wenn sie Bedeutung hatten, wird man sich erinnern. Sag mir, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Ich kann dich nicht leben lassen. Weder jetzt... noch später. Wir sind, was wir wählen. Ich lebe und sterbe gemäß meiner Entscheidung. Doch wisse, du kannst den Orden nicht aufhalten. Selbst im Tod leben wir weiter. Wir sind überall, jetzt und in der Zukunft. Es war mir eine Freude, Cassandra. Ich bin Natakas. Didi, es tut mir leid.
Areos? So sieht man sich wieder, Adlerfrau. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen, zu fliehen und am Morgeswachen von der Mine weglocken. Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei unschuldige Leben, soweit es geht, verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Was ist passiert? Es ist... nichts. Wenn Amorgis hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Ich kenne den Preis. Verschwindet hier! Was zum... Suchen wir den Jungen. Auf geht's. Wo ist Amorgis? Die Minen! Aber ihr werdet nie durch seine Verteidigung kommen! Ich zerschmettere seine Verteidigung und dann töte ich ihn! Ihr seid verrückt! Alle beide! Du wirst Amorgis sagen, dass die Adlerfrau...
die Wahrerin der griechischen Welt hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, ich komme. Seinetwegen. Wegen Elpidios. Und ich klopfe nicht an! Geh, ich kümmere mich um die Ordenswachen. Ich muss zu den Minen. Und auf dem Weg schalte ich so viele wie möglich aus. Du kannst dich nicht verstecken, Amorgis! Es ist so still. Komm raus, Amorgis! Dein Schicksal erwartet dich! Frau. Cassandra! Wo ist... Amorgis! Er ist im Tempel über den Minen. Doch noch ist es nicht so weit. Sie ist genau so, wie Gerges sie in seinen Einträgen beschrieben hat. Feurig. Oh, Gerges! Er war der Beste von uns. Du warst seine Lieblingsfigur, Adlerfrau. Und doch hast du ihn ermordet. Ich hatte keine Wahl. Ich würde ihn, wenn nötig, wieder töten, um zu Amorgis zu gelangen. Wir haben nicht vor, beiseite zu treten. Stell dich nicht zwischen mich und meinen Sohn. Elpidios, sie trägt ihren kleinen Krieger noch im Herzen. Sie hat immer noch Hoffnung. Was für ein törichter Gedanke. Wir werden noch mit unserem letzten Atemzug für Persien kämpfen. Die Leben, die zerstörten Städte, das alles dient Amorgis Friedensvision. Sein großer Plan. Jedes Mittel ist erlaubt. Ja. Wirst du bluten? Elpidie, ich bin gleich da. Mein Kind, Martha ist auf dem Weg.
Er ist ruhig, nicht wahr? Ein Moment wie dieser, der Moment vor dem Ende. Wenn meinem Sohn etwas passiert ist, kann dich nichts retten. Kein Mensch, kein Tier, kein Gott. Er ist bei mir sicher, Cassandra. Glücklich, gesund. Und ich verspreche dir, das wird er immer sein. Wo ist Elpidios? Wo ist mein Sohn? Weit weg vom Krieg und der Gefahr. Und von dir. Ich habe ein Versprechen gegeben. Das Versprechen, den Orden zu vernichten. Und glaub mir, ich werde es halten. Du glaubst, du könntest uns vernichten? Die Pläne des Ordens betreffen nicht nur dich, Cassandra. Was? Stets die Heldin, die glaubt, alles drehe sich immer um sie. Doch es geht um keinen von uns. Es geht um die größte Kostbarkeit von allen. Den Frieden. Dieser Krieg zwischen Athen und Sparta bedroht weit mehr als nur die griechische Welt. Das Gemetzel hat sich schon nach Persien und darüber hinaus ausgebreitet. Der Orden hat die Macht, die Welt zu retten. Und das werden wir auch. Meine Leute sind tief in allen Aspekten des griechischen Lebens verwurzelt. Wir sind in eure Institutionen vorgedrungen, in eure Tempel, eure Häuser. Wir gewinnen die Herzen deines Volkes. Durch die Macht des Ordens und Persiens Reichtum wird Sparta diesen Krieg beenden. Ein neues Kapitel der Geschichte wird geschrieben. Von uns. Wir haben diese Saat in den fruchtbaren Boden des griechischen Volkes eingebracht. Und nun wird der Frieden wachsen. Es bleibt nur noch eine Gefahr für den Frieden. Du willst also Krieg, du Monster? Ich gebe dir Krieg. Das hast du bereits. Du bist eine Verdorbene. Die stärkste und gefährlichste Kraft, auf die der Orden jemals traf. Du bist Feuer. Doch leider stehst du den Zielen des Ordens im Weg. Du hast unser Versprechen vergessen, alter Freund. Artabanos, ich habe mich schon gefragt, wann dein dramatischer Auftritt kommen würde. Denk an die Unschuldigen, die sterben mussten, Amorges. Du sagst, du willst Frieden, aber was bringt ein Frieden, der von Tyrannen erzwungen wird? Ich kämpfte für die gute Sache, für unsere Kinder, ihre Zukunft. Ich rettete deinen Enkel und ich rettete Artaxerxes in jener Nacht. Erinnerst du dich? Ich rettete ihn vor dir. Sag uns, wo Elpidios ist. Es tut mir leid. Solange ich atme, werde ich dieses Kind nicht in Gefahr bringen, indem sie ihn aufzieht. Wo ist Elpidios? Sag es mir! Sag es! Du kannst den Jungen nicht großziehen. Bei dir wird er niemals sicher sein. Er ist mein Sohn. Des Ordens konnte er euch nicht beschützen. Nicht vor mir. Ah!
Menschen beschützen, die wir lieben, Amorgis. Genau das tue ich. Wo ist das Kind? In besseren Händen als deinen, Dareios. Bring meinen Sohn zurück, dann wird dein Schmerz enden, Amorgis. Niemals! Es gibt keine Einzelnen, Cassandra. Wir sind die Wellen. Wir sind der Ozean. Der Orden ist endlich. Die Sonne geht auf, aber auch unter. Meine Zeit ist abgelaufen, alter Freund. Wir waren Beschützer, Amorgis. Wir waren die Helden Persiens. Helden des Volkes. Das bin ich noch, Artabanos. Ich wollte nur, dass unsere Heimat sicher ist. Die ganze Welt. Das Kind, Amorgis. Bitte. Er ist auf einer kleinen Insel vor der Küste Messeniens. Der perfekte Ort zum Fischen. Der Orden wird niemals aufgeben, Cassandra. Du und dein Sohn, ihr werdet immer gejagt werden. Ich weiß. Der Orden ist nicht nur eine Gruppe von Menschen. Er ist eine Idee. Eine Idee kann man nicht besiegen. Eine Idee kann nicht zerstört werden. Nicht durch Klingen, aber durch Wissen, durch Weisheit. Durch unsere eigenen Ideen. Nichts ist absolut, Amorgis. Das hast du mir vor langer Zeit beigebracht. Es wird immer Tyrannen geben. Und es wird immer dich geben, mein Bruder, um sie aufzuhalten. Geh in Frieden, alter Freund.
Junge. Mein Sohn. Mein wunderschönes Kind. Ich bin hier, Elpidie. Martha ist hier. Du hast über meinen Sohn gewacht? Jeden Tag. Jede Nacht. Dafür hat Amorges gesorgt. Danke. Weißt du, er hat den Appetit eines Spartiaten. Wem sagst du das? Martha hat dir so viele Geschichten zu erzählen. Und du hast deiner Martha auch einiges zu sagen, wie ich sehe. Wer bist du? Ich bin Dareios, Sohn des Königs von Persien, Artaxerxes. Artaxerxes? Kennst du meinen Vater? Wir trafen uns, aber das ist lange her. Er ist ein guter König und ein großartiger Vater. In Persien herrscht Frieden und Wohlstand. Er fehlt mir. Ein sicheres Persien. Das ist sein Vermächtnis. Also. Nur noch einen Moment. Wir müssen los. Was wirst du jetzt tun? Amorges hatte recht. Ich bin Feuer. Das nutze ich als Leuchtfeuer für den Orden. Wenn sie nach meiner Blutlinie suchen, wissen sie genau, wo sie mich finden können. Aber sie wissen nicht, wo... Und was wirst du tun, Dareios? Der Orden wurde zu einem Zweck erschaffen. Wenn ich unseren Feind verstehe, kann ich ihn ausmanövrieren. Ich beschütze den jungen Cassandra. Ich behüte Elpidios und alle, die sein Blut teilen. Wenn der Tag kommt, wenn er nach seiner Martha fragt, was soll ich ihm sagen? Sag ihm, dass er eine Martha und einen Pater hatte, die unglaubliche Leben führten, unglaubliche Dinge sahen. Und das nicht so unglaublich war wie er. Sein Lachen, sein Wesen, sein Anblick, wenn er in meinen Armen schlief. Sollte er sich eines Tages ungeliebt oder allein fühlen, dann sag ihm, so einen Tag gibt es nicht, weil er immer geliebt werden wird. Hast du gehört? Du wirst immer geliebt werden.
wirst kämpfen und du wirst fallen. Es wird Zeiten geben, in denen du nicht glaubst, wieder aufstehen zu können. Du wirst liegen bleiben wollen. Aber du wirst aufstehen, Elpidia. Weil du stark bist. Weil unsere Blutlinie stark ist. Und weil wir immer wieder aufstehen. Du wirst fragen, wieso? Auch wenn du mich nie kennen wirst. Wisse dies. Du bist mein Sohn. Und ich werde immer für dich kämpfen. Für dich und für alle, die nach dir kommen. Amorgis ist erledigt. Und ich habe sein Schwert. Doch es ist nutzlos, zerbrochen und aus einem seltsamen Metall. Ich sollte einen Schmied aufsuchen. Unser Kind ist in Sicherheit. Dein Vater auch. Nur dich konnte ich. Ich konnte mich nie richtig von dir verabschieden. Ich möchte dir gern ein paar Dinge bringen. Dieses Mal komme ich zurück. Na los! Das ist es. Wir haben diesen Ort geliebt. Thank you.
Im Ikos der Olympioniken gibt es einen Schmied, der für den Umgang mit seltenen Metallen bekannt ist. Ich sollte mit dem Schwert dorthin. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Thank you.
Danke fürs Vorbeischauen. Bis bald dann. Kopis oder Koffinos? Was brauchst du? Hast du so etwas schon einmal gesehen? Bei Zeus! Weißt du, was das ist? Kaputt? Es ist Adamant. Das Zeug ist unbezahlbar. Und ich muss dir wohl nicht sagen, dass ich der Einzige auf diesen Inseln bin, der weiß, wie man es richtig verarbeitet. Aber ich brauche mehr Adamant, um es zu reparieren. Viel mehr. Hilft dir das? Das Metall sieht ähnlich aus. Was zum... Wo bei Hades findest du all... dieses Zeug... Nein, ich will es gar nicht wissen. Hier, sag nicht, dass du mehr brauchst, denn mir gehen die Leute aus denen ich es herausschneiden kann. In deinen Worten steckt sehr viel Leidenschaft, das spüre ich. Und ich bin sehr froh, dir sagen zu können, dass es reicht. Das Blut darauf macht sich übrigens sehr gut. Das hilft beim Abkühlen. Ich tue, was ich kann. Warte hier, es dauert nicht lange.
Ich bin am richtigen Ort. Hier fing alles an, Natakas. Wie hätten wir das ahnen können? Nareos und Natakas haben so viel zurückgelassen. Ein Bogen, genau da, wo du ihn zurückgelassen hast. Ich bringe ihn dir. Getan. Ich sollte Natakas Grab in Achaea besuchen, um mich zu verabschieden.